Dann, circa 5 Sekunden später, bebte das gesamte Hotel. Ich konnte spüren, wie es sich bewegte. Jeff Unlauf vom 14. Stock des Sheraton Hotels. Sogar das Sheraton Hotel, 2,5 Kilometer entfernt, wurde von dem Einschlag erschüttert. Mehrere Militärangehörige, die im Pentagon arbeiteten, erwähnten ausdrücklich den Geruch von Kordit. Noch bevor ich hinausging, konnte ich Kordit riechen. Da wusste ich, dass in der Umgebung Sprengstoff gezündet wurde. Don Perkett, MSNBC. Wir sahen riesige Rauchschwaden, es roch wie Kordit oder abgefeuerte Munition. Gila Goldsmith, The Guardian. Kordit und Flugzeugtreibstoff haben sehr unterschiedliche Gerüche. Kordit ist ein Gemisch, das bei der Munitionsherstellung verwendet wird. Es ist aus Nitroguanidin, Nitrocellulose und Nitroglycerin zusammengesetzt. Es verbrennt kalt, produziert wenig Licht und bewirkt eine starke Detonationswelle. Es gab einen silbernen Blitz, eine Explosion und eine dunkle Rauchwolke in Pilzform über dem Gebäude. James S. Robbins, Analytiker der nationalen Sicherheit und Mitarbeiter der Satellitenaufklärung. Die Verbrennung von Flugzeugtreibstoff, die im World Trade Center stattfand, produziert bestenfalls ein helles gelbes Licht. Sehen Sie sich dies an. Ein massiv rauchender Feuerball, kein helles Licht und keine Explosionswelle. Und am Pentagon ein kleiner silberfarbener Blitz, der in der Nähe liegende Gebäude erschüttert. Was immer es auch war, es könnte in Verbindung stehen mit den 2 Flugzeugen, die sich nach dem Crash in der Nähe befanden. Eine 4-motorige Propellermaschine, die einer C-130 ähnelte, startete einen Sturzflug in Richtung des Pentagons. Scott Cook. Dann begann das Flugzeug, es sah aus wie eine C-130-Transportmaschine, sich vom Pentagon abzuwenden. John O'Keefe. Das einzig sichtbare größere Flugzeug war eine graue C-130, die ein Flugzeug für elektronische Kriegsführung der Navy zu sein schien. Anonymer Zeuge der Marineüberwachung. Das 2. Flugzeug war eine unmarkierte weiße Maschine, die über Washington flog. Aaron, ich bin hier im Lafayette Park, direkt gegenüber vom Weißen Haus, ungefähr 200 Yards entfernt vom Weißen Haus selbst. Vor ungefähr 10 Minuten gab es einen weißen Jet, der über uns Runden drehte. Normalerweise sieht man keine Flugzeuge über dem Weißen Haus. Das ist gesperrter Luftraum. Kein Grund anzunehmen, dass der Jet in schändlicher Absicht da war. Aber der Secret Service war sehr besorgt und zeigte hinauf zum Jet am Himmel. Jetzt ist er außer Sichtweite, nach dem, was wir sagen können. Um 9.25 Uhr verfügte John Garney, der Chef der FAA, ein allgemeines Flugverbot. Die Verordnung verhindert jegliche Starts und bedeutet, dass alle Flugzeuge landen müssen. Die Verordnung, die seit 1903 nicht mehr angewendet wurde, betraf jede Art von Flugzeug, egal ob zivil, militärisch oder Maschinen der Exekutivorgane. Spezielle Militärflüge hatten Genehmigungen, aber die FAA sagt nichts dazu. Warum war es diesen beiden Flugzeugen möglich zu fliegen, zu einem Zeitpunkt, zu dem alle anderen Flugzeuge gezwungen waren zu landen? Außerdem, warum berichteten Leute von weiteren Explosionen im Pentagon? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich war gerade eben vor dem Kapitol, das übrigens evakuiert wurde. Und aus Richtung Oberster Gerichtshof haben wir soeben ein gedämpftes Geräusch gehört. Es klang wie eine kleine Explosion. Es gibt unbestätigte Berichte über eine 2. Explosion am Pentagon. Aber ich wiederhole, wir können das nicht bestätigen. Woher kam dieser Feuerball? Punkt 7. Überwachungskameras von einer Tankstelle und dem Sheraton Hotel und vom Amt für Verkehrsüberwachung Virginia haben die gesamte Situation aufgenommen. Ich habe das Material nie zu Gesicht bekommen. Das FBI war innerhalb weniger Minuten hier, um den Film zu beschlagnahmen. José Velázquez, Angestellter der Citgo-Tankstelle. Das FBI war innerhalb von Minuten vor Ort, um die Videobänder zu konfiszieren und die Angestellten zu warnen, nicht über das Gesehene zu sprechen. Hotelangestellte sahen sich den Film mehrmals geschockt an, bevor das FBI ihn konfiszierte. Wenn die Regierung ein für alle Mal beweisen möchte, dass Flug 77 ins Pentagon geflogen ist, müsste sie nur 1 dieser Videobänder veröffentlichen. Sie haben jedoch nur 5 Einzelbilder einer Kamera gegenüber dem Hubschrauberlandeplatz freigegeben und keines zeigt eine Boeing 757.
Warum zeigen Satellitenaufnahmen, die 5 Tage vor dem 11. September gemacht wurden, eine weiße Spur auf dem Rasen, die fast exakt derselben Linie entspricht, an der entlang ein Objekt am 11. September tatsächlich ins Pentagon einschlug? Der Bereich war mit je 1200 Kilogramm schweren, über 5 cm dicken, bombensicheren Glasscheiben gesichert, denen die Explosion nichts anhaben konnte. Los Angeles Times vom 16. September 2001. Und ist es lediglich ein Zufall, dass der Einschlag ins Pentagon nur in dem Teil stattfand, der genau für einen solchen Fall baulich verstärkt worden war und dass Donald Rumsfeld in Sicherheit war auf der anderen Seite des Gebäudes? Wenn die US-Regierung nichts zu verbergen hat, warum hat sie Angst, ein paar Fragen zu beantworten und ein paar Videos herauszugeben? Es gab Explosionen überall. Ich war davon überzeugt, dass 3 Bomben gelegt worden waren und jemand die Zündknöpfe betätigte. Es gab eine weitere Detonation. Und noch eine. Ich wusste nicht, wohin ich laufen sollte. Theresa Wallis, die im 47. Stock des Nordturmes arbeitete, als er von Flug 11 getroffen wurde. 9.59 Uhr, New York City, New York. Der Südturm des World Trade Center bricht innerhalb von etwa 10 Sekunden völlig in sich zusammen. 29 Minuten später folgt der Nordturm. Auch er bricht innerhalb von 10 Sekunden zusammen. Später, um 17.20 Uhr, bricht plötzlich das World Trade Center 7, ein 47-stöckiges Hochhaus, 100 Meter vom Südturm entfernt gelegen, in sich zusammen. Mieter im Gebäude sind der CIA, das Verteidigungsministerium, das IRS, der Secret Service und Bürgermeister Giuliani, der hier seinen Notstandsbunker hat. Die Aktienkontrollbehörde benutzt das World Trade Center 7, um 3.000 bis 4.000 Akten zu lagern, die in Verbindung mit Ermittlungen gegen Wall Street Firmen stehen. Obwohl alle Gebäude, die World Trade Center 7 umgaben, intakt blieben, brach das World Trade Center 7 vollkommen gerade in sich zusammen, zu einem zweckmäßigen kleinen Haufen. Und das innerhalb von nur 6 Sekunden. Offizielle Version hierfür: Teile der herabstürzenden Türme verursachten Feuer im Innern des World Trade Center 7, das schließlich mehrere Treibstofftanks im Innern zum Brennen brachte. Wenn das wahr ist, dann wäre dies das 3. Gebäude in der Geschichte, das aufgrund eines Feuers zusammengebrochen ist. Die ersten beiden waren die Twin Towers. Am 28. Juli 1945 flog eine B-25, die sich im Nebel verflogen hatte, in das 79. Stockwerk des Empire State Building. 14 Menschen starben und ein Schaden von $1 Million entstand, aber das Gebäude steht noch heute. Am 14. Februar 1975 brach ein Feuer im Nordturm des World Trade Center aus, zwischen dem 9. und 14. Stock. Laut Berichten der New York Times führte das Feuer zur intensiven Überprüfung der Türme und schließlich zur Entscheidung, Feuersprinkler zu installieren. Am 4. Mai 1988 brannte ein 62-stöckiger Wolkenkratzer in Los Angeles 3 Stunden lang und auf 4 Etagen. Das Gebäude brach nicht zusammen. Am 23. Februar 1991 brannte ein 38-stöckiges Hochhaus in Philadelphia, fertiggestellt 1973. Es brannte 19 Stunden auf 8 Etagen, brach jedoch nicht zusammen. Am 17. Oktober 2004 brannte ein 56-stöckiger Wolkenkratzer in Venezuela, Baujahr 1976. Das Feuer loderte mehr als 17 Stunden auf insgesamt 26 Stockwerken, bis es schließlich das Dach erreichte. Das Haus brach nicht zusammen. Am 12. Februar 2005 brannte das Windsor Building in Madrid, ein Stahlbetonbau mit 32 Stockwerken. Das Feuer brannte fast 24 Stunden und zerstörte die oberen 10 Stockwerke vollständig. Obwohl die oberen 10 Stockwerke herunterstürzten, brach das Gebäude nicht zusammen. Und dennoch, am 11. September brannten 2 Wolkenkratzer mit jeweils 110 Etagen, fertiggestellt 1973, für 56 Minuten bzw. 103 Minuten auf 4 Etagen, bis sie vollständig in sich zusammenbrachen. Man mag argumentieren, dass dies aufgrund der Konstruktion des World Trade Centers geschah. Schauen wir uns deshalb einmal an, wie diese Gebäude aufgebaut waren.
Die Zwillingstürme bestanden zusammen aus 200.000 Tonnen Stahl, ca. 425.000 Kubik.